Der Serdar Kurnas ist ein muslimischer Theologe. Studiert hat er in Deutschland, seine Wurzeln sind in der Türkei. Er will Studenten in Freiburg die islamischen Wissenschaften einführen. Heute werden wir erarbeiten, was das islamische Recht überhaupt bedeutet. Die Studenten kommen aus der Theologie und der Religionswissenschaften. Bis auf einen. Der SVP-Grossrat Emanuel Weber. Er ist einer der Köpfe hinter der Initiative, die das Zentrum für Islam und Gesellschaft verbieten will. Im Moment beraten die Freiburger Regierung über die Vorlage. Der Politiker hat sich vor Ort ein Bild machen. Ich habe vom wissenschaftlichen Hintergrund sehr gut Eindruck gehabt. Ich bin aber auf der anderen Seite sehr enttäuscht, dass einzig 7 Studentinnen und Studenten die Vorlesung besucht haben einerseits und das Zielpublikum, wie es eigentlich gesetzt worden ist, ist nicht vorhanden gewesen. Das heisst Muslime einerseits und andererseits auch Personen, die mit Muslimen im Alltag zusammenarbeiten. Das Zentrum bietet aber nicht nur Vorlesungen für Studenten an, sondern auch Weiterbildungen. Die richten sich an Leute, die viel mit Muslimen zu tun haben und an Imamen, also muslimische Gelehrte. Im Juni werden wir ein Seminar zum Thema Prävention gegen Radikalisierung von jungen Muslimen durchführen. Da sind Imame auch als Fachleute dabei. Wir hoffen, auch weitere als Teilnehmer zu erreichen. Das Zentrum an Uni Freiburg legt viel Wert auf Prävention. Jetzt gerade noch mehr nach den Anschlägen von Paris. Der Gegner ist aber nicht wohl. Ja, das Zentrum steht ja hier für nachher die Wissensvermittlung. Und zuerst wäre die Frage zu klären, welches Wissen will man vermitteln, welche Religion will man vermitteln. Ist es eine säkularisierte, ist es ein säkularisierter Islam oder was ist es genau? Der Islam ist ganz vielfältig und es geht jetzt im ersten Schritt mal nicht darum, dass unser Zentrum so ein Gütesiegel aufdrückt dieser oder jener Islam. Das Ziel muss es natürlich schon sein, dass es einen Islam gibt, der hier wirklich gut verankert ist, der nicht isoliert ist in den Hinterhöfen, sondern der zusammenarbeitet. Die Anschläge von Paris beschäftigen auch die Studentinnen und Studenten. Mein persönlicher Ansatz ist der, wenn mir etwas Angst macht, dass ich mich probiere, wissenschaftlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil je mehr ich darüber weiss, desto mehr verliert das Thema auch seine Bedrohlichkeit. Es ist etwas, was jeden Tag überall passiert. Das Einzige, was sich ändert, ist der eigene Blickwinkel. Und so tragisch, wie es klingt, in gewissem Sinn, ist es auch eine Chance, jetzt eine Öffnung zu erfahren, dass man anfängt, sich effektiv mit dem auseinanderzusetzen. Der Serdar Kurnas wird seit den Anschlägen vermehrt auf den Zusammenhang zwischen Gewalt und Religion angesprochen und muss Stellung beziehen. Das macht er gern, ärgert sich aber darüber, dass Terroristen den Koran missbrauchen, um ihre schrecklichen Taten zu begründen. Eigentlich sind diese Handlungen nicht zu rechtfertigen, aber sie berufen sich auf eine gewisse Art und Weise auf diese Koranpassagen oder auf die Aussagen des Propheten berufen sie sich. Eigentlich ist das gar nicht rechtfertigen, denn das, worauf sie sich berufen, sind eigentlich Aussagen des Korans oder des Propheten zu speziellen Situationen, wo es in einer Kriegssituation gesagt wurde, formuliert wurde. Das Zentrum hat also seine Arbeit aufgenommen, obwohl die Initiative von SVP noch hängig ist. Ob die Vorlage zur Abstimmung kommt, hängt jetzt vor allem davon ab, wie der Vorschlag aussieht, den die Freiburger Regierung ausarbeitet.